Sauber Formel 1-Team hat heute in Valencia seinen neuen Bolide präsentiert. Und mit dem C30 läutet das Team seine 19. Formel 1-Saison ein. Und die Vorgabe, das neue Auto, aber auch die beiden jungen Fahrer, ist relativ einfach. Man will besser werden im Vergleich zur enttäuschenden letzten Saison. Das heisst, regelmäßiger in die WM-Punkte fahren. Kamui Kobayashi und Sergio Perez. Die beiden Sauberpiloten lüften das Geheimnis um den neuen Boliden. Und der Teamleader aus Japan darf als erster mit dem neuen Auto auf die Rennstrecke. Die Grundfarbe des Autos ist immer noch weiß. Sonst ist aber einiges neu. Das kompaktere Heck, die nach unten gezogene Motorabdeckung und die schlankere Taille. Und augenfällig sind die zahlreichen Werbeaufdrucke der Sponsoren. Diese stammen vorwiegend aus Mexiko, bezeichnenderweise aus der Heimat des neuen Fahrers Sergio Perez. Was sprach für das Engagement? Ich glaube, es ist nur das Fahrerische, das entschieden hat, dass Telmex den Eindruck hat, es ist der richtige Zeitpunkt, ihn in die Formel 1 zu bringen. Sonst wäre er ganz sicher nicht da. Wenn er die Leistung nicht gebracht hätte, dann hätte ihn Telmex nicht in die Formel 1 gebracht. Offensichtlich vertraut Teamchef Sauber ganz dem neuen Sponsor. Der fahrerische Wert des 21-jährigen Perez ist schwierig abzuschätzen. Letzte Saison wurde er Gesamtzweiter in der GP2-Serie. Druck ist in diesem Sport immer da. Als Fahrer ist man stark unter Druck. Aber ich glaube, man kommt in die Formel 1, weil man weiß, wie man damit umzugehen hat. Ich hoffe, ich kann das. Neuling Perez, Kobayashi in seiner zweiten Formel 1-Saison und mehr finanzielle Mittel. So die Voraussetzungen für die neue Saison, in der man die vielen Ausfälle vom letzten Jahr vergessen machen will. Das Ziel ist, regelmäßig in die Punkte zu fahren und eine klare Verbesserung in der Konstrukteurs-WM.